Zwei Wochen war ich nicht online und all das und noch sehr viel mehr gibt es in dieser Neuzugänge-Folge. Ein wunderschönes Hallo an euch da draußen. Willkommen zu dieser XXXXL Neuzugänge-Folge auf meinem Kanal. Zwei Wochen ist es her. So lange war ich nicht online. Mir ging es gesundheitlich nicht wirklich gut. Angefallen sind ziemlich viele Sachen. Insgesamt 5 Konsolen, ziemlich viel Games. Lasst uns anfangen. Fangen wir mit den NES Games an. Da gab es ganze 3 Stück. Und anfangen möchte ich mit dem North and South. Ja, das ist ein absoluter Pflichttitel für mich. Nämlich, ich habe das Game in meiner Jugend in Hannover absolut gesuchtet. North and South ist ein klassisches Strategiespiel. Nordstaaten gegen die Südstaaten. Ich habe das Ganze damals auf dem Amiga total gesuchtet. Und für mich war klar, das Game muss in meine Sammlung. Ich habe mich für die NES-Version entschieden, weil hier noch ein bisschen mehr Nostalgiefaktor dranhängt. Für die NES ist es ein sehr, sehr gesuchter Titel. Mittlerweile über 100 Euro legt man für eine gute Version hin. Ich habe für meine Version 79 Euro gezahlt. Hier und da merkt man so ein paar Gebrauchsspuren, besonders hier oben diesen Aufkleber, aber overall bin ich sehr zufrieden, dass ich das Ganze Complete in Box in meiner Sammlung habe. North and South für das NES für 79 Euronen. Terminator Teil 2, das ist der Film der Filme schlechthin. Es ist der beste Film in der Terminator-Serie, in dem ganzen Franchise. Ich liebe Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Und ja, für mich war es klar, hier brauche ich ein Spiel. Terminator 2 für das NES ist es geworden. Auch ein Titel, der preislich am Steigen ist. Ich kann gar nicht verstehen, warum, weil so gut ist der Titel jetzt auch nun wieder nicht. Aber für mich aus Nostalgiegründen, weil ich eben den Film mag. Ich habe sämtliche Terminator-Filme in meiner Blu-ray-Sammlung. Und ja, Terminator 2, das Game für das NES. Preislich liegen wir hier bei meiner Version bei 49 Euro. Ist ein guter Preis. Das Ganze sieht okay aus. Complete in Box. Gameplay, wie gesagt, von dem Game, ja, es ist ganz okay. Es gibt sicherlich bessere Titel auf dem NES. Es ist aber auch nicht so ein schlechter Titel, sondern ich würde sagen, ein gutes, mittelmäßiges Lizenzspiel, was man auch mal ganz gerne in der Sammlung hat oder aber auch gerne mal für zwischendurch dadelt. The Legend of Zelda kann wohl jeder auswendig sagen, wenn er gefragt wird, hey, sag mir mal ein gutes RPG-Game auf dem SNES oder auf dem NES. Faxandu ist das Gegenstück dazu, auch richtig ein geniales RPG-Game. Es ist irgendwie so, ja, in den Schatten von The Legend of Zelda groß geworden. Ich wollte das Game immer in meiner Sammlung haben. Ich habe mich aber, ja, vor den Preisen irgendwie war ich schockiert. Damals, wo ich meine erste Sammlung aufgebaut habe, gab es das Game für 19 Euro in einem richtig super Zustand. Mittlerweile werden Preise aufgerufen bis zu 70 Euro. Das war es mir nicht wert. Ich habe das Ganze von Facebook bekommen. Ist ein Facebook-Deal und ja, verpackungstechnisch hat da ein bisschen der Hund dran genagt. Preislich 19,99 habe ich gesagt, komm her. Das Teil nehme ich. So schlecht sieht die Verpackung nicht aus. Complete in Box habe ich es dann bekommen, weil ich habe noch eine Anleitung da gehabt und die Karte habe ich dann auch von einem guten Kollegen bekommen. Schlichtweg und ergreifend habe ich dann nicht 19,99, sondern 29,99 gezahlt und muss ich sagen, für den Zustand ist es gerade noch so okay. Nichtsdestotrotz, ich bin froh, dass ich Faxandu in meiner
Sammlung habe. Wenn mich jemand fragt, hey Tom, nenn mir mal bitte 5 Lieblingskonsolen, dann ist auf jeden Fall die PC Engine mit dabei. Für die PC Engine habe ich circa 40 Titel. Was ich nicht gehabt habe, war mein Lieblings-Side-Scroller-Schmapp, nämlich R-Type 1. Ja, R-Type ist für mich das Bullet Hell-Schmapp schlechthin. Ich habe das Ganze auf jeder Konsole, kann man das sagen, jeder Konsole, ja, ich habe es auf der Xbox, auf der PlayStation 4, auf der PlayStation 5 komme ich noch dazu. Also wirklich, R-Type zieht sich durch meine komplette Sammlung, weil ja, ich bin absolut Fan von dieser Serie und auf dem PC Engine ist es für mich, die PC Engine Version ist für mich so die schönste Variante, kommt dem Arcade-Automaten sehr, sehr nah. R-Type 1 bezahlt 29 Euro, complete in Box. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Gott, das wird ja heute auch hoffentlich besser. Für die Mission Wii U Full Set gab es auch 2 neue Titel oder anders gesagt, 2 Titel von meiner Streichliste. Das ist einmal Barbie Dreamhouse. Ja, was soll ich euch sagen? Barbie Dreamhouse ist, glaube ich, auf keiner Konsole ein richtig gutes Game, aber es muss irgendwie zum Wii U Full Set dabei. Also Barbie, das Dreamhouse ist jetzt ein Spiel mehr für mein Wii U Full Set. Das andere Game ist Ben 10 Omniverse. Im letzten Video, also in dem Wii U Full Set Video, habe ich Ben 10 Omniverse Teil 2 dazu bekommen. Hier ist es jetzt der erste Teil. 14 Euro habe ich gezahlt, ist okay. Für das Barbie habe ich 19 Euro gezahlt. Ja, Barbie-Titel sind irgendwie seltsamerweise auf den Nintendo-Konsolen ziemlich teuer. Fragt sich einer, warum? Nächster Neuzugang. Und wenn wir schon bei Nintendo sind, bleiben wir noch ein bisschen bei Nintendo, nämlich bei einer Nintendo Switch. Für 12,99 € habe ich im lokalen Mediamarkt Streets of Rage Teil 4 gefunden. So ein typischer Sidescrolling, hau mich kaputt. Sidescroller, ja, habe ich schon mal gesagt, egal, Sidescroller, weiter. Ja, so für 12,99 € kann man hier absolut nichts falsch machen. Ich stehe auf solche Spiele, obwohl ich nicht wirklich gut in diesen, in der Kategorie Sidescrolling-Prügel-Games bin. Bin ich eigentlich in irgendeiner Kategorie Games gut? Ja, nämlich ich bin in den Aufbaustrategiespielen absoluter Meister, das gehört nicht hierher. Weiter mit Streets of Rage Teil 4. Ja, ein absolut cooles Game. Ich feiere das Ganze. Streets of Rage 12,99 €. Kann man nichts falsch machen. Gehört, glaube ich, in jede gute sortierte Switch-Sammlung. Nächstes Game. PlayStation 3 Ratchet & Clank Classic HD Trilogy Collection. Sealed 39 Euro, muss in meine Sammlung, weil das Game geht auf eBay locker für 49, 59 Euro. Auch mal eine geöffnete Geschichte. Warum? Keine Ahnung. Ratchet & Clank, sehr, sehr cool. Ich bin am Ratchet & Clank auf der PS5 am Dadeln. Ich liebe das Game Ratchet & Clank Trilogy in der HD Remastered Version, musste in meine Sammlung als Komplettierungsgeschichte, weil somit habe ich alle Ratchet & Clank Titel in meiner PS3 Sammlung. Predator Hunting Grounds ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich liebe ja auch diese Predator-Filme. Ich habe jetzt nicht sehr viel Predator-Games in meiner Sammlung, den Titel angeschaut und muss sagen, ja, sieht interessant aus. Predator Hunting Grounds ist ein asymmetrischer Multiplayer-Titel. Was bedeutet das? Ihr schlüpft in die Rolle des Predators und habt dann noch 4 andere Mitspieler, die euch jagen. Oder beziehungsweise die ihr jagt und ja, ähnlich wie bei Freitag der
13. Es geht nur online. Das Game hat noch immer eine coole Online-Community. Das heißt, es wird noch kräftig gespielt. Für 9 Euro habe ich sagen müssen, jo, kommst du in meine Sammlung, bleibst du in meine Sammlung. Vorher gab es was für die PlayStation 4. Jetzt gibt es 3 Titel für die PlayStation 5. Anfangen möchte ich mit Death Stranding. Ja, ich glaube, zu dem Game muss ich nicht allzu viel sagen. Das Ganze hat mich damals sehr, sehr angemacht. Ich war aber nie bereit, den vollen Preis zu zahlen. Und siehe da, Otto Versaut Hamburg hat das Game für 14 Euro im Angebot gehabt. Und da habe ich dann gesagt, das ist jetzt mein Teil. Ich schnappe es mir, obwohl es das Ganze sonst gibt. Nichtsdestotrotz musste das Teil in meine Sammlung. Und ja, Death Stranding, cooles Game. Ja, mehr oder weniger gibt es dafür nicht zu sagen. Und vorher habe ich euch ja den Titel R-Type für das PC Engine gezeigt. Und jetzt zeige ich euch R-Type Final 3 für die PlayStation 5. R-Type Final 3, absolut genial. Super aufgefrischte Grafik. Im Prinzip selbes, selbes Spielprinzip. Raumschiff von da nach da, Feinde von oben, unten, rechts, links, aber wirklich Bullet Hell vom allerfeinsten. Wie gesagt, ich stehe auf solche Games, obwohl ich auch dort nicht wirklich gut bin, aber eben, es ist mal was anderes. Diese, ja, die Grafik kommt mir so irgendwie so, die Monster kommen mir irgendwie so vor wie aus Alien raus, und ich feier R-Type, deshalb muss R-Type, wenn es irgendwie ein neues R-Type gibt, ich bin der Erste, der drauf aufspringt. Ich habe, glaube ich, sämtliche R-Type Sammel Collectors Edition. Ich glaube, ich mache mal ein Video über meine ganze R-Type Collection, und da werde ich mich, glaube ich, ziemlich wundern, was ich da alles habe. Jo, gute Videoidee, aber zurück zu dem Game. R-Type Final 3, absolut genial. Gab es für 29 Euro. Ich habe es vorbestellt, und R-Type Final 3 Evolved in meiner Sammlung. Ein Game, was ich auf der Xbox durchgespielt habe, aber für die PlayStation 5 jetzt in der physischen Version habe, ist Track to Yomi in der Deluxe Edition. Und ich muss sagen, Track to Yomi hat mich am Anfang irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen abgeschreckt, aber ich bin am Anfang mit dem Game nicht klargekommen. So Schwarz-Weiß-Grafik, Side-Scrolling, dann auf einmal Perspektivenwechsel von vorne, von hinten, und hab dann gedacht, nee, das Game, das möchte ich nicht spielen, und hab dann nochmal 5 Minuten dran gehängt und hab dann nochmal 5 Minuten dran gehängt und nochmal 5 Minuten dran gehängt, und dann hat mich das Game so richtig in seinen Bann gezogen. Die Optik ist so von den Samurai-Filmen der 60er Jahre inspiriert. Die ganze Story ist relativ einfach erklärt. Euer Sensei wird getötet und ihr werdet euren Sensei rächen. Und ja, impulsiv wie ihr nun mal seid, habt ihr euer Dorf, was ihr beschützen sollt, komplett außer Acht gelassen. Und dann passiert das, was passieren musste. Mehr will ich auch nicht verraten. Wie gesagt, die Story ist sehr, sehr gut, hat mich wirklich gecatcht, das Ganze auch. Das Gameplay, die Grafik ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr außergewöhnliches Game. Ich habe das Ganze durchgespielt. Das Ganze hat mich total vor der Xbox gehalten. Und deshalb war ich sehr, sehr glücklich, dass es eine physische Version gibt. Und ich habe gesagt, komm, für 39 Euro gönne ich mir das Ganze. Das Ganze gibt es auch übrigens für die Xbox und für die Nintendo Switch. Kommen wir nun zu den Konsolen. Die erste Konsole ist eine Sony PlayStation 4 oder aber Sony PS4 Slim in der 500 Gigabyte Variante
in Glacier White. Und ich bin auf eBay hoch und runter, rechts und links, eBay Kleinanzeigen, habe so sämtliche Stores unsicher gemacht und habe sagen müssen, wow, was momentan für PlayStation 4 noch aufgerufen werden, also was für die Konsolen aufgerufen wird an Preise, das ist irgendwie total mindblowing. Und habe dann bei eBay diese Auktion gefunden, habe den dann angeschrieben, habe gesagt, hey, ist auch wirklich alles dabei? Und er hat mir dann Bilder geschickt, ja, selbst diese kleinen Kabeldrüllis, die sind dabei. Und ich habe sagen müssen, komm, ich versuche mein Glück und habe 170 Euro geboten und habe sie dann auch für 170 Euro bekommen. Und das gute Stück sieht aus wie neu. Jetzt habe ich auch eine PS4 Slim in meiner Sammlung. Übrigens 242 Konsolen Stand jetzt. Die nächste Konsole ist so etwas, was ich komplett nicht auf den Radar gehabt habe. Ich habe für die PlayStation 4 das VR-Set gehabt und Virtual Reality vertrage ich nicht wirklich gut. Ich kriege sehr schnell diese Motion Sickness und habe mich dann von dem Thema Virtual Reality komplett verabschiedet. Bin dann aber irgendwie durch Zufall auf die Oculus Rift gekommen und habe dann ein bisschen weiter gestöbert und habe dann für 99 Euro eine neue Oculus Go in der 32 GB Variante gefunden, nagelneu. Was ist die Oculus Go für eine Brille? Es ist die allererste Standalone Brille. Was bedeutet Standalone? Ihr braucht weder ein PC noch eine Konsole, sondern die Konsole ist die Brille selber. Ihr habt diesen süßen Controller in der Hand, Brille auf, das war's. Ihr habt dann einen In-Place-Store, wo ihr ziemlich viele Games für die Oculus Go kaufen könnt. Netflix könnt ihr anschauen und ich sag euch, Netflix bzw. YouTube auf der Oculus Go, da kommt ihr euch vor, als wie wenn ihr im Kino sitzen würdet. Also riesengroß. Auch die Auflösung von den zwei Displays ist okay. Die Oculus Go hat schon einen Nachfolger bekommen. Nichtsdestotrotz, für schmales Geld kann ich jedem empfehlen, diese Brille mal zu holen, um einfach mal auszutesten, ob ihr mit Virtual Reality klarkommt, ob ihr Motion Sickness habt. Und für die Oculus Go bekommt man richtig coole Games zu einem ziemlich schmalen Taler. Oculus Go, eine weitere Konsole in meiner Sammlung. Ja, für die nächste Konsole ziehe ich hier mal meine Brille auf, weil den Namen muss ich garantiert ablesen. Es ist die Embenic Modell RG35XX. Ja, was ist denn das für eine Konsole? Ist ein Handheld, sieht aus wie ein Gameboy, ist eine Emulationskonsole, die so ziemlich alles bis zur PlayStation 1 sehr gut emulieren kann. Hier sind irgendwie um die 5000 Games drauf, vom Super Nintendo, NES, PlayStation 1. Die Emulation sieht sehr gut aus. Es ruckelt nicht. Das Display ist gestochen scharf. Braucht man es in der Sammlung? Ich würde sagen ja, weil wenn ich mal auf dem Sofa rumhänge und ich möchte mal eine NES-Game oder ein SNES-Game oder auch ein PlayStation 1 oder ein Mega Drive-Game spielen, dann ist das RG35XX genau die richtige Konsole, um das zu tun. Bezahlt habe ich beim Retrohahn für 80 Euro inklusive Porto und Verpackung. Und ich muss sagen, für so ein kleines Kraftpaket ist das schon ein sehr, sehr guter Preis, wenn man bedenkt, dass die Alternative von RetroPie, also dort, wo
die Emulation RetroPie drauf läuft, so ein Pi Zero mit dem Gehäuse schnell mal über 110 Euro kosten kann, ist das eine sehr, sehr vernünftige Alternative, zumal ich das Ganze auch an den Fernseher anschließen kann. Game Boy Advanced SP. Das ist so eine Geschichte, ja, ich würde sagen, die unendliche Geschichte, Teil 4 bis 10 in meiner Sammlung. Irgendwie wollte ich diese Konsole immer haben. Irgendwie ist mir immer eine Konsole über den Weg gelaufen, aber nicht zu gut, zu schlecht, zu teuer, ohne OVP. Hier hat was gefehlt und so hat sich das Ganze hingezogen. Und jetzt endlich habe ich eine Game Boy Advanced in Flame Red. Das Ganze ist complete in Box. Ich habe das Ganze auf eBay geschossen. 139 Euro war es mir wert und ich muss sagen, die Verpackung sieht sehr gut aus. Es ist wirklich komplett. Das Einzige, was ist, das Gehäuse unten ist ein bisschen abgegriffen, wie man hier schön sehen kann, aber nichtsdestotrotz, ja, ich glaube, günstiger bekomme ich das Ganze nicht mehr, beziehungsweise günstiger auf jeden Fall schon, aber mit einer Verpackung, die dann ziemlich zerfleddert ist. Und ich habe dann einfach mal gedacht, komm, wenigstens sieht hier die Verpackung gut aus und ich nehme das Ganze so in meine Sammlung rein. Die letzte Konsole, die ich euch zeigen möchte, ist ein absoluter Glücksfall, dass ich diese Konsole in diesem Zustand in meiner Sammlung habe. Angefangen hat das mit einem Hallo, ich habe zwei Konsolen, kannst du was davon gebrauchen? Da habe ich gedacht, schaue ich mir mal an. Das eine war eine Neo Geo Pocket Color und das andere war ein Nintendo 3DS XL, The New 3D XL. Und habe dann gesagt, ja, die Neo Geo Pocket, die kann ich nicht gebrauchen, habe ich schon. Aber The New One, da die Nintendo, die hätte ich schon gerne in meiner Sammlung. Habe eigentlich gedacht, ja, das ist so eine, ja, keine Ahnung, eine Special Edition. Und habe dann nach dem Preis gefragt. Er hat gesagt, keine Ahnung. Ich habe gesagt, auch keine Ahnung. Und dann haben wir beide mal auf eBay nachgeschaut. Und da war ich sehr schockiert. Ich habe unter den verkauften Artikeln nachgeschaut und ich habe keine Konsole unter 500 Euro gefunden. Da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe dann wohl auf eBay eine gefunden für 300 Euro. Die war aber in einem ziemlich versauten Zustand. Habe dann gesagt, pass auf, ich fange mal an, einen Preis zu nennen. Dann hat er einen Preis genannt. Dann habe ich nochmal einen Preis genannt. Schlussendlich haben wir uns auf 380 Euro geeinigt und habe dann gesagt, okay, komm, 380 Euro, das machen wir, wenn du damit einverstanden bist. Und er hat mir dann die Konsole geschickt. Und ja, Leute, was soll ich euch sagen? Der Zustand ist absolut genial. Ja, hier oben im Deckel ein ganz, ganz kleiner Kratzer drin. Aber ansonsten, die Anleitung, es ist alles dabei, die Badges, die Karten sind noch sealed. Die Verpackung ist wirklich in einem absolut geleckten Zustand. Und ja, ich bin total happy, dass ich die Konsole in diesem geilen Zustand in der Sammlung habe. Norman, vielen, vielen Dank für diesen genialen Deal. Vielen Dank, I appreciate wirklich, dass wir diesen Deal gemacht haben, dass du da zugesagt hast. Und wow, Freunde, das war's. 5 Konsolen, eine Menge Games. Gott, was sich nicht alles so in 2 Wochen ansammelt, ist schon erschreckend. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach oben. Ein Abo wäre der Hammer. Und ja, machen wir das Video nicht länger, als dass es eh schon ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bleibt so, wie ihr seid. Ich bleib's auch. Euer Tom.